Hast du dich schon mal gefragt, warum der russische Panzer T-14 Armata nicht auf den Schlachtfeldern der Ukraine zu sehen ist? Der T-14 Armata ist ein russischer Kampfpanzer neuester Bauart und befindet sich seit 2010 in Entwicklung. Er wurde im Jahr 2015 vorgestellt und sollte von da an den bisherigen T-90 Kampfpanzer ablösen. Doch scheinbar steht es eher schlecht um Russlands Panzerhoffnung, denn die technischen Probleme reißen nicht ab. So soll es bei Truppenübungen mehrfach zu Motorproblemen gekommen sein. Auch mit der Elektronik soll es Schwierigkeiten geben, ebenso wie mit dem Nachtsicht- und Zielsystem. Außerdem sollen bislang nur wenige Stück produziert worden sein, weshalb man den Panzer vermutlich nie in der Ukraine sehen wird.